Kennt jemand die Geschichte von Daniel? Euer Vater wurde nach diesem Mann benannt. Dieser besagte Daniel lebte in einem Land, in dem es einen neuen König namens Darius gab. Daniel war mit König Darius befreundet. Aber es gab auch andere, die neidisch auf die Freundschaft zwischen Daniel und dem König waren. Diese Männer heckten einen Plan aus, wie sie Daniel loswerden könnten. Wir bitten Eure Majestät, ein strenges Gebot zu erlassen, das es allen verbietet, im nächsten Monat irgendeine andere Gottheit anzubeten als Euch. Und wer sich dem widersetzt, wird als Strafe dafür in die Löwengrube geworfen. Der König willigte ein und ordnete es so an. Aber ein Mann hielt sich nicht daran. Daniel. Nun, Daniel bewunderte Darius, aber ihm war auch bewusst, dass Darius nur ein Mensch war. Als gläubiger Jude verneigte er sich beim Beten weiterhin nach Westen, in Richtung Jerusalem, und betete zu unserem Gott, wie er es zuvor auch immer getan hatte. Euer jüdischer Freund Daniel widersetzt sich euch leider, Majestät. Er ignoriert einfach euren Befehl und betet weiterhin seinen Gott an. Verhaftet Daniel! Gott dich retten, mein Freund. Darius blieb die ganze Nacht wach und sorgte sich um seinen Freund. Am nächsten Morgen war er sich sicher, dass ihn die Löwen gefressen haben mussten. Aber als er in die Grube hinuntersah... Daniel, hat dich dein Gott gerettet? Lang lebe Eure Majestät! Ich habe euch nie etwas Unrechtes getan. Es war mein Gott, der mein Leben vor den Löwen bewahrt hat. Darius ließ die Männer, die Daniel beschuldigt hatten, festnehmen. Und er nahm seinen Befehl zurück und erlaubte uns wieder, zu unserem Gott zu beten. Und? Was meinst du? Ich glaube, dass das Essen gleich kalt wird. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Was ist? Braucht ihr beide eine schriftliche Einladung?